Die Tirpitz ist wohl wirklich eines der stolzesten Schiffe, die derzeit World of Warships bietet. Und dementsprechend einen wunderschönen guten Tag, Abend, Morgen oder was auch immer, dass ihr heute wieder dabei seid. Hier ein Replay von Mark X, oder wahrscheinlich Mac, keine Ahnung, in der Tirpitz. Und er spielt mit Money zusammen. Also von dem her können wir hier hoffentlich jetzt eine schöne Runde erwarten. Weil die Tirpitz ist, wie gesagt, ein wirklich tolles Schiff. Jetzt werden aber erstmal ein bisschen gespult. Bis wir hier die ersten Gegner sehen. Auf A wird schon rübergefahren. Da hinten bloppen schon die ersten auf. Wir bleiben noch immer in der schnellen Bewegung. Solange bis wir die ersten Schüsse sehen. Und kaum sage ich es, geht's auch schon los. Die Tirpitz ja nach wie vor und wird auch immer so sein, ein Premium-Schiff der Stufe 8, Schlachtschiff selbstverständlich. Und der große Unterschied zur Bismarck wird Stand jetzig sein, dass die Tirpitz Torpedos hat und die Bismarck nicht. So, jetzt geht er da auf die andere Tirpitz. Schüsse kommen tendenziell gar nicht schlecht, ja. Und da macht er gleich einen 12.000er-Hit. Das ist doch mal ganz schön satt. Die Tirpitz ist jetzt auch mit 14 Kilometer gar nicht mehr so weit weg. Er hat jetzt hier gut abgedreht, weil da jetzt schon langsam das Feuer auf ihn gekommen wäre. Jetzt hat er gleich wieder Ziele, entweder die Kutuzov oder die doch noch näher gelegene gegnerische Tirpitz. Da schießt die ganze Batterie rüber und Schüsse kommen jetzt an und nochmal 6000 und das lediglich mit zwei Treffern. Also da muss man sagen, da kommt schon einiges rüber und das Schiff ist wirklich optisch ein Sahnestück. Das kann man einfach auch nicht anders sagen. Hinten die Rohre sind schon auf Position, vorne dauert es noch ein bisschen, bis sie da drehen. Jetzt ist die Frage, er geht wieder Richtung Tirpitz scheinbar. Die Mogami ist aber direkt dahinter. Also irgendwas wird er schon treffen. Ja, in dem Fall die Mogami. So, und jetzt wird hier auf die Mogami gezielt. Natürlich gerade so ein Kreuzer ist schon fein für ein Schlachtschiff. Nochmal 3000, also es summiert sich. So, die Tirpitz hier hat jetzt kaum mehr was. Also da ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis die zerstört wird. Und Schüsse kommen gut. Oh nee, er lässt da wirklich noch was stehen. Und damit ist es nicht sein Kill. Schade, schade. Jeder Kill ist ja wichtig in Richtung Krake. Aber der sollte halt jetzt einfach mal nicht sein. So, jetzt dreht er Steuerbord bei. Will wohl dann nach Backbord schießen. So verhält sich's zumindest gerade. So, die Schüsse treffen, aber kein Problem, war ja der Vordermann. So, North Carolina, das neue Ziel. Na, leider gar nicht so satt getroffen. Die Amagi ist jetzt nicht schön, weil die Amagi ist da ein bisschen zu schräg. Also eigentlich kein tolles Ziel jetzt in dem Augenblick. Ist zum einen eben nicht leicht zu treffen und zum anderen kann man dann da auch leichter mal einen Abpraller bekommen. Also so schräg ist eher so das Ziel, was man wirklich nur im Notfall nehmen sollte. Aber in der Mangelung eines besseren Ziels hat er schon recht, da jetzt auf die Amagi zu schießen.
Torpedos vor ihm. Oh, da muss er natürlich beidrehen. Schöne an der Tirpitz ist aber, dass die Tirpitz für ein Schlachtschiff sehr mobil unterwegs ist. Also man kann mit der Tirpitz schon wirklich schnell in Anführungszeichen wenden. Also da gibt es andere Schiffe, die das bei weitem nicht so gut packen. Oh, da ist die Mahan. Natürlich eigentlich AP nicht die schönste Munition für einen gegnerischen Zerstörer, aber naja, wenn man oft genug trifft, dann ist das auch kein Problem. Die Yamagi kommt jetzt immer näher. Schreibt auch hier Nice Shot. Definitiv. So, hier klar ein kleiner Replay-Bug, deswegen kurz ein Slow-Mo, aber alles gut. Yamagi kommt immer näher. Yamagi ist natürlich dann auch so ein Ziel für die Torpedos. Und viele vergessen nach wie vor, dass die Tirpitz Torpedos hat. Und das ist einfach ein ganz, ganz großer Vorteil, den man im Close Combat dann hier mit der Tirpitz hat. Zu nah dran und man hat auf einmal Schlachtschiff-Torpedos. Ist ja auch nach wie vor, und jetzt nicht, dass ich was Falsches sage, aber das einzige Schiff, was über Torpedos im Spiel verfügt, also das einzige Schlachtschiff. Und da, wie gesagt, nach wie vor, auch wenn die Tirpitz lang genug jetzt schon im Spiel ist, aber es wird immer ganz gern vergessen. So, jetzt hier die Sekundären, die hier schießen. Er fährt jetzt hier Richtung Yamagi. North Carolina ist auch knapp dran. Er dreht jetzt hier erstmal ein bisschen bei, dass er hier die Torpedos launchen kann. Torpedos sind raus. Jetzt wäre es sinnvoll, beizudrehen und mit der North Carolina dann gleich die nächsten Torpedos zu geben. Und ich glaube, und es wirkt zumindest so, dass das gewollt wird. Er dreht jetzt auf jeden Fall hart bei. Torpedo hat getroffen. Und jetzt macht er den weg. Und jetzt kommt hier die North Carolina. Ah, die North Carolina, die wird alle Torpedos fressen. Also das ist genau das, wo die Tirpitz dann hier ihren Vorteil ausspielt. Und schaut's mal an. 4 Torpedos und weg damit. Da muss man einfach mal sagen, Torpedo, Schlachtschiff at its best. Hier die Zitadelle von der Mogami. Oh, das war bei mir. Verzeiht's mir, ich habe noch im Hintergrund das Fenster offen. Also braucht ihr es nicht wild gucken, Facebook, das wart ihr nicht. So, jetzt ist er weg, hat hier einen Torpedo schlucken müssen, aber den Nahkampfexperten hat er sich mal reichlichst verdient. Mittlerweile 4 Kills hat er. So, jetzt ist er gerade beim Dreiviertelfahrt. Und der Berliner Kalli schreibt auch, Max, du hast bisher ein Höllenspiel gemacht. Und das ist definitiv so. So, ich könnte sagen, wir können mal ein bisschen beschleunigen. Da passiert gerade nicht so viel. So, und jetzt ist die Kutuzov wieder gut beschießbar. Also schauen wir uns natürlich auch direkt im Spiel an, was er da jetzt so mit der reißt. Kutuzov hat da den Rauch an, bringt ihr aber gerade aktuell nicht so viel. Weil Kutuzov schießt da weiterhin, also von dem her bleibt es auch dementsprechend offen. So, da kommt eine gegnerische Tirpitz. Er bleibt aber auf der Kutuzov drauf. Jetzt kann die Kutuzov gut aus dem Rauch schießen, beziehungsweise konnte, fährt aber weiter. Dementsprechend geht sie jetzt da wieder auf. Hat ein bisschen zu weit vorgezielt. Dementsprechend sind die Schüsse jetzt da ins Wasser gegangen.
Kutuzov kommt immer näher, zündet ihn jetzt auch an. Aber er kann auch gleich wieder reparieren. Kutuzov fährt jetzt schön die Breitseite da entlang und das sollte eigentlich ein guter Treffer werden können. 10.000 Damage den Unterstützer. Torpedos hätte er am Start, nimmt es jetzt aber erstmal nicht. Jetzt sieht er die gegnerischen Torpedos. Das Feuer heilt er hier gegen und repariert es nicht, wie man ja auch sieht. So, und jetzt sollte er hoffentlich gleich nachgeladen haben. Jetzt wird es auch wirklich langsam höchste Zeit, dass er die Kutuzov wegmacht. Die macht hier Heidenschaden mittlerweile an ihm. Und jetzt sollte er vielleicht mal doch langsam den Feuerschaden hier reparieren. Ah, viel zu wenig Damage. Da kommt eine gegnerische Tierpitz. Das ist natürlich wieder tendenziell ein Ziel für die Torpedos. Torpedos sind hier im Wasser. Torpedos gehen jetzt rein. Jetzt dreht er hier bei. Hat er schön mit der Zitadelle weggemacht. Da kommen jetzt die Torpedos von der Tirpitz. Aber auch die konnte er gut ausweichen. Macht hier ein scheiß gutes Spiel gerade. Ein Torpedo hat hier die gegnerische Tirpitz getroffen. So, und jetzt hat er hier drüben noch Torpedos. Auch die will er nochmal gehen Wasser lassen. Angezündet und drei Treffer. Aber jetzt bekommt er auch wieder von links Feuer. Also die Tierpitz, die dürfte er wirklich noch wegmachen. Jetzt kann er wieder heilen. Also hat hier auch nochmal wieder ein bisschen Hitpoints gerade damit gewonnen. Auch wenn es jetzt natürlich nicht die Masse ist. Jetzt ist der Torpedowerfer links weg. Brennen tut er auch. Aber die Tierpitz hat er noch mitgenommen und jetzt hat er dann nochmal zwei Gegner. Und ich glaube, ohne jetzt hier Schmerz malen zu wollen, aber die wird er nicht mehr packen. Aber sechs Schiffe zerstört bis dato. Tolles Spiel gemacht. Die Medaillen sind hier nur so geflogen. Und knapp 200.000 Damage. Also das ist nichts anderes als eine feine Runde gewesen, die jetzt hier leider mit der Zerstörung endet. Gut, dann würde ich sagen, wir können uns ja nochmal so ein bisschen Richtung Ende spulen, aber scheinbar hat er sich hier da entschieden dafür, nicht ins Gefecht zu springen. So, jetzt sind wir wieder dabei, aber wir machen das ein bisschen schneller als sonst üblich. Wir sehen hier jetzt die Amagi, wie die auf die Fubuki schießt. Fubuki weg. Da bekommt er jetzt alle Torpedos ab. Und man sieht, jetzt ist lediglich hier noch der Zerstörer unterwegs, die Mahan. Aber da scheint er nicht drauf zu springen, sondern er schaut sich hier die Vernichtung an. Und ja, damit war es das in der Runde. War eine tolle Runde hier von der Tierpitz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mich war es super schön zu kommentieren und bis darauf auf den nicht geschafften Sieg war es trotzdem ein Hell of a Game. Also, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.